Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Infovideo, beziehungsweise ihr lest es schon im Titel, das Ende von FIFA 15 oder irgendwie sowas wird da stehen, ich weiß noch nicht so ganz genau, aber ja, das ist momentan so meine Einstellung. Ich habe seit Ewigkeiten kein Ultimate Team gespielt, ich bin ja Teilnehmer des MSK Cups, das werde ich natürlich auch durchziehen, keine Frage, aber ansonsten so, abgesehen von Deal With und natürlich von den 7-Minute Squads, ist Ultimate Team für mich gestorben. Ich spiele nur noch Karrieremodus, beziehungsweise allgemein gar kein FIFA mehr, aber es ist überhaupt nicht mehr Bock, ich zocke so wenig wie noch nie in meinem Leben, glaube ich, einfach weil ich auch kein COD mehr spiele und so weiter und so fort. Ist ein bisschen komisch, das Gefühl, aber gut, ich habe auch noch ein Leben nebenbei, von daher geht das momentan ganz gut klar. Allgemein bin ich ja auch nächste Woche, beziehungsweise ab nächster Woche Freitag, also quasi ab heute in einer Woche, im Urlaub. Ich muss noch gucken, wie ich das mache. Die Predictions, ich werde mein Mikrofon mitnehmen, vielleicht nicht das hier, weil mein anderes Mikrofon, dazu erzähle ich gleich mehr, werde ich vielleicht mitnehmen nach Fuerteventura, beziehungsweise nicht nach Hamburg, aber nach Fuerteventura und da die Predictions irgendwie so mal machen, je nachdem, wenn ich irgendwie mal eine Stunde Zeit habe. Das vielleicht irgendwie reinschieben, mal schauen. Würde ich wirklich noch gucken, wie ich das Ganze mache. Bin auch sehr gespannt darauf, wie das Ganze funktioniert mit der Vorproduktion und so, weil ich halt nicht viel Zeit habe momentan, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Trotz dessen spiele ich halt fast kein FIFA mehr. Das soll sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Ich habe da zumindest Bock drauf wieder. Aber allgemein habe ich jetzt schon meinen Ronaldo gestern verkauft, deswegen habe ich wieder ein paar mehr Münzen, 864.000 momentan. Und ich werde gestern mal die Teams zeigen, die ich momentan habe. Die werde ich aber alle verkaufen. Ich werde wirklich jeden einzelnen Spieler, abgesehen von einem Team, oder von zwei, oder drei, vielleicht auch drei, ich weiß noch nicht so ganz genau, werde ich auf jeden Fall verkaufen. Und das hier ist das erste Team, ich glaube, das verkaufe ich jetzt direkt mal. Da haben wir noch Meyer im Tor, da haben wir Okorin, Dyer und so weiter und so fort. Aber ich spiele mit dem Team einfach nicht, von daher kann ich so einfach auf den Markt stellen und quasi verkaufen mit meinem gezogenen Team of the Season Wilson, den ich bestimmt hinterher trauern werde, aber ich spiele halt einfach nicht mit diesen Karten. Und er ist halt zwar ziemlich gut, aber halt auch nur für Silberspieler, beziehungsweise gegen Silbergegner, weil er halt Silber ist und naja, Lua behalte ich übrigens, weil der cool ist. Hat bei mir immerhin in 4 Spielen 10 Tore geschossen, aber gut. Drenthe, ja, war nicht so krass. Garcia, ja, also wie gesagt, das ist halt momentan so ein bisschen kritisch, weil ich nicht so wirklich weiß, ah, was machst du jetzt noch, und abgesehen vom MSK Cup Ultimate Team ist halt ausgelutscht, aber ich werde vielleicht noch mal ein paar Episoden von dem Dings machen oder ein paar Teams bauen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich habe mein Bronze-Team, das kann ich eigentlich auch verkaufen, den Ärzten oder wie er heißt, ne, Logan, das ist, tue ich mal raus, die Naja packe ich auf den Markt und den Rest, ja, kann ich einfach aus der Mannschaft entfernen, beziehungsweise gerade nochmal so draufstellen. Wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, Alter, das ist echt komisch, das sehe ich gerade, Patzi und naja, ist halt alles ein bisschen komisch, aber so muss es halt nun mal sein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, spielt ihr noch FIFA und so weiter und so fort, denn darum wird es jetzt nicht mehr unbedingt gehen, sondern es geht jetzt darum, was in Zukunft so auf dem Kanal passieren wird, gerade zu FIFA 16. Also wie gesagt, dieses Jahr wird noch, Deal With kommen und 7-Minute Squads, vielleicht irgendwann nochmal eine spezielle Serie, so zum Ende von FIFA 15, aber bin mir nicht ganz sicher. Dazu natürlich noch das Non-Ultimate Team, also Karrieremodus und die Road to Division 1. Muss ich mal schauen, aber Ultimate Team mäßig ist halt gestorben. In FIFA 16 wird dann natürlich 7-Minute Squad weitergehen, das ist ganz klar. Andererseits wird allerdings ein bisschen was dazukommen, bestimmt noch, mir fährt bestimmt einige Serien einfach, von daher wollte ich eigentlich nie verkaufen, weil es ist zu spät. Ich habe vor allem auch Bock auf einen Karrieremodus in FIFA 16. Ich werde ja 2 Karrieremodi machen, für die, die das noch nicht mitbekommen haben. Und zwar einmal mit Arminia Bielefeld und einmal mit mit Newcastle United, die ja unter anderem United gekauft haben. Ich denke mal, das wird ganz interessant werden. Das kann man sich bestimmt ganz gut anschauen. Das wird so ein bisschen das sein, was kommen wird. Natürlich werden auch Vlogs kommen, unter anderem aus meinem Urlaub werde ich einen Vlog machen. Bin ich ja, wie gesagt, auf Fuerteventura bzw. in Hamburg und Köln bei der Gamescom. Da werde ich natürlich auch am Start sein, für die, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich denke mal, das wissen mittlerweile alle, die ansatzweise sich dafür interessieren. Ich glaube, Bolasi behalte ich den Team of the Season, weil mit dem will ich ein Team bauen, aber Juff kann ich noch verkaufen. Ja, also davon werden Vlogs kommen, es werden eventuell mal Fußballspiel-Vlogs kommen, jetzt nicht aus meiner Mannschaft oder so, denke ich mal, sondern wenn ich in der Freizeit bolzen gehe, was momentan aber auch relativ schwierig ist, weil ja einfach nicht die Zeit da ist, aber das wird bestimmt irgendwann wieder anfangen, wenn die Leutchen wieder mal da sind, beziehungsweise naja, einige fliegen halt weg, ne, beziehungsweise machen Auslandsjahr und sowas. Müssen wir mal schauen, aber wird schon irgendwie. Irgendwann wird es bestimmt mal Fußball-Vlogs geben. Und was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, genau, ich habe jetzt noch ein Mikrofon gekauft. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe es hier nämlich quasi neben mir liegen. Allerdings gibt es da so ein kleines Problem. Darauf kann ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Und zwar ist es, ich habe es hier nur so rumliegen, das Rode NT1A. Ich denke mal, das kennen viele von euch. Das haben sehr viele YouTuber, gerade auch Commander Krieger und so. Allerdings habe ich mir das in der Amazon-Version gekauft, ohne zu wissen, dass man das nicht so an den PC anschließen kann. Ich bin nämlich blöd. Deswegen musste ich mir noch ein Mischpult kaufen. Das steht ganz klein und fein da unten. Zusätzlich habe ich es mir heute aufgefallen. Man braucht dazu noch quasi so einen Ständer, weil da ist kein Ständer mit dabei, sondern nur so eine Spinne. Und das reicht halt nicht komplett aus. Das, oh, habe ich Philippe gerade drauf gestellt. Ups. Egal. Das reicht auf jeden Fall nicht ganz aus. Von daher war das jetzt extrem dumm. Egal. Muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache, aber ich denke mal, das kriege ich schon irgendwie hin.
Also demnächst wird auch richtig gute Mikrofonqualität geben. Ich bin mit meinem aktuellen nicht so zufrieden. Ich habe da so einen kleinen metallischen Sound irgendwie. Kommt mir zumindest so vor. Und der geht mir ein bisschen auf den Keks. Ja, das war wirklich dumm, dass ich Gunnar Lost draufgestellt habe. Muss ich mir nochmal neu kaufen. Wahrscheinlich gleich oder pack erstmal ein Küff hin. Das geht auch. So. Nochmal das Team wieder auf voller Chemie. Das Team werde ich auch nicht verkaufen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich müsste jetzt gerade so ein bisschen meinen Verein aus. Die Challenges lasse ich mal, aber sonst wird hier alles so langsam gelöscht. Deal With ist noch da, aber das ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre. Denn Deal With ist ja nur Genusovic, den werde ich aber auch behalten. Und den Rest davon werde ich mal auf dem Transfermarkt anbieten, beziehungsweise auf die Transferliste setzen. Oder halt aus der Mannschaft nur rausmachen, wie Gustavo beispielsweise. Was gibt es noch an Informationen? Ich glaube gar nicht mehr so viel. Habe die Teams jetzt gerade so ein bisschen gesehen, aber das war jetzt auch nicht mehr so spannend, weil die meisten kannten die schon durch Squadbilder und weiteres. Ja. Ich weiß nicht, was ich für die erzählen soll. Schreibt mir in die Kommentare. Ist Ultimate Team ausgestorben, wollt ihr noch irgendwas von mir bestimmtes sehen? Ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht nochmal ein Pack Openings machen. Ich habe jetzt wieder ein paar mehr Münzen. Ein Pack werde ich jetzt sogar mal öffnen. Ich habe seit Ewigkeiten keine Packs mehr aufgemacht, einfach weil mir die Coins gefehlt haben. Oh, guck mal. Das hat 25k. Das ist totale Coins-Verschwendung, aber es ist pink. Und ein pinkes Set kann man ja zumindest mal öffnen. Wir kriegen Rainer. Dementsprechend hat sich das null gelohnt, aber der ist immer bei Napoli. Vielleicht geht er ja tatsächlich weg. Marco Marin noch dazu. Heiliger Mimbam. Okay, er geht natürlich nicht weg. Gut, stoßen wir einfach mal ab und dann schauen wir mal, was wir noch so im Verein haben. Was wir noch verkaufen können. Pelé, Starwitch, die ganzen Leihspieler und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, ich war sehr zufrieden, ehrlich gesagt, mit meinen Teams, mit Ultimate Team auch. Aber seitdem ich nicht mehr aktiv spiele, fehlt es mir auch ehrlich gesagt nicht. Einfach, weil es ausgelutscht ist, weil es buggy ist, wie jedes Jahr wieder. Es sind einfach immer wieder die gleichen Fehler, die das Spiel im Endeffekt quasi schlechter machen, als es eigentlich sein müsste. Aber man kann halt leider nichts dagegen tun. Und von daher müssen wir hoffen, dass es bei FIFA 16 besser wird, dass es da wieder spannend wird. Letztes Jahr habe ich wirklich lange, lange Ultimate Team gespielt. Es wurde nie langweilig. Dieses Jahr ist es einfach ausgelutscht, was schade ist, aber wohl nicht änderbar. Und wie gesagt, haut in die Kommentare rein, wie das bei euch so aussieht. Bay will ich natürlich auch nicht verkaufen, das ist ja mein gezogener, den ich auch in der lustigerweise in der Road to, in der Pack Road to Glory gezogen habe. Das Video ist jetzt auch nicht sonderlich informativ oder irgendwas. Ich werde jetzt nicht mehr über irgendwas Besonderes reden, so über Transfers und so. Das ist quasi kein Bubble Time Video, es ist einfach nur mal so ein kleines Update Video wegen dem neuen Mikrofon, wegen den neuen Serien, die kommen werden, wie der KI oder wie jetzt gerade so die Ultimate Team Situation weitergehen wird hier auf dem Kanal. Aber halt nicht so besonders krass. Wenn euch jetzt übrigens fragt, warum löschen die französischen Spieler nicht, ich denke mal, ihr werdet alle mitbekommen haben, dass quasi mein Team, was ich für den MSK Cup, für den MSK World Cup zugelost bekommen habe, nicht Argentinien, sondern Frankreich ist. Und dementsprechend habe ich halt ein französisches Team und werde die Franzosen nicht löschen. Das erste Video wird gegen den Wake sein. Das wird wohl am Sonntag oder Montag kommen, nehme ich mal an. Das zweite gegen FIFA kommt dann am 27. Da bin ich schon im Urlaub, muss ich auch vorproduzieren. Aber das sollte kein Problem sein. Also zwei sehr interessante Gegner. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze auch laufen wird, ob ich das irgendwie hinkriegen werde, da weiterzukommen. Ich hoffe es natürlich, weil der Anreiz ist auf jeden Fall da. Ich meine, es gibt auch was Ordentliches zu gewinnen. Ich werde den MSK, wenn ich dran denke, nein, werde ich nicht. Ich werde noch nicht in der Videobeschreibung verlinken, weil ich eh nicht dran denke. Aber schaut auf jeden Fall da mal vorbei beim MSK FIFA HD. Oh, warum habe ich denn nicht kurz... Merkt doch was, ich bin total abgelenkt. Das ist nicht gut, aber egal. Das Video endet jetzt auch hier. Oh, das interessiert euch alles nicht. Ich werde hier einfach noch ein Spiel auf den Transfermarkt stellen. Von daher können wir das beenden. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom neuen Mikrofon haltet. Daran lasst die Qualität steigern. Was ihr von Real-Life-Vlogs haltet. Was ihr von den neuen Serien, den neuen Karrieremodi haltet. Und was ihr von Ultimate momentan haltet. Interessiert mich mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Und schwitzt euch nicht kaputt. Bis dann. Haut rein. Und ciao.